Hallöchen ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen spontanen Folge von Phasmophobia nach dem Halloween-Update. Bevor ich euch aber gleich eine schön dekorierte Map zeige, so ähnlich wie hier, zeige ich euch mal die neue Event-Tafel. Nämlich hier haben wir verschiedene Herausforderungen angezeigt, Leuchtturmwerte haben wir ja schon erreicht, 50 mal den richtigen Geist in Point Hope ermitteln. Haben wir ja schon geschafft, dafür haben wir auch die neue ID-Card bekommen. Dann gibt es noch die neue Ranger-Herausforderung, 50 mal den richtigen Geist bestimmen im Maple Lodge Campsite oder im Camp Woodwind. Dann Sunny Meadows ebenfalls, 50 mal, dann kriegt man diesbezüglich eine neue ID. Apokalypse-Herausforderung haben wir ja auch schon geschafft, zumindest auf Bronze, Silber, Gold bei einem Multiplikator von mal 15 steht ja noch an, da freue ich mich auch schon drauf. Und natürlich das Blutmond-Event, passend zu Halloween. Das gibt es hier auf dem Kanal ja nicht. Ihr wisst ja, dass ich die Events auch zu Weihnachten immer privat spiele. Dafür haben wir ja unser eigenes Halloween-Special, welches am Donnerstag kommt. Um 17 Uhr gibt es bis 2 Uhr nachts jeweils stündlich eine neue Folge von Phasmophobia. In verschiedenen Modi, Profi, Albtraum, Wahnsinn, ohne Beweise, ohne Journal, alles Mögliche. Da auch unbedingt mal reinschauen, es lohnt sich mit Sicherheit. Ja, wir schauen uns heute aber Folgendes an. Und zwar fahren wir zum Edgefield Roadhouse. Dort ist es auch schön geschmückt, schön dekoriert. Überall, wo dieser rote Kreis ist, dieses rote Symbol, ist dekoriert. Und unter dieser Folge könnt ihr ja mal gerne kommentieren, wo wir morgen Abend hinfahren sollen. Die Map mit den meisten Stimmen gewinnt und dann gibt es morgen Abend ebenfalls noch eine Profi-Runde. Heute sind wir wie gesagt im Edgefield Roadhouse. Das heißt, ihr könnt euch für Point Hope, Grafton Farmhouse oder für die Willow Street entscheiden. Gut, ihr Lieben, wir haben auch wieder einiges auf Stufe 3 dabei, einiges wieder aufgewertet. Ja, dann fahren wir doch mal los. Es gibt übrigens auch ein neues Wetter, das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Und zwar das Blutmondwetter. So sieht das aus. Ja, erinnert mich so ein bisschen an 7 Days to Die. Das läuft ja übrigens gerade auch auf dem Kanal. Oder damals an Oblivion für die PS3. Unter 25% Geisteszustand, also Sanity wurde auch übersetzt, sollen wir kommen. Übrigens gefällt mir diese Schriftart sehr gut. Mit dem EMF-Messgerät sollen wir Beweise für das Übernatürliche finden und ein Event miterleben. So. Übrigens sind die Geister hier schneller unterwegs auf diesen Maps, wo dekoriert ist. Und ich finde auch, dass man schneller Sanity verliert. So stand es ja auch in der Beschreibung, dass die Geister stärker sind. Ja, wir nehmen auf jeden Fall mal eine Kopflampe mit. Ein EMF-Messgerät, Fotoapparat und Irmgrad. Unser Thermometer auf Stufe 3. Sicherungskasten in der Garage, wunderbar. Und ihr seht es schon, wir werden schön empfangen hier. Wunderbar. Hier auch mit den ganzen Notizen. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse, aber das wäre auch nicht wirklich passend hier drin, sind die Kürbisse. Bewege etwas. Da war doch oben etwas. Aber bevor ich da hingehe, erstmal die Sicherung reinmachen. So, das sind die Teile, die man fotografieren muss für das Event. Das Ganze sieht dann so aus. Okay. Gut. Aber wie gesagt, habe ich oben etwas gehört. Wir haben die Spieluhr. Praktisch. Na, wo bist du denn hier unterwegs? Ja, da habe ich doch was gehört. Ist das hier dein Geisterraum? Gucken wir mal. Licht an. Das ist übrigens auch rot. Da könnte man schon auf falsche Gedanken kommen. So, einmal das hier lassen, einmal das, einmal dies. Licht an. Wie gesagt, meiner Meinung nach verliert man hier mehr Sanity als gewöhnlich. Sind jetzt auch schon bei 86%. Das hätten wir abgeschlossen. Fotos sind gut bisher. Kruzifix nehmen wir uns mit. Buch nehmen wir uns mit. Und wir werden auch gleich mal mit der Box fragen, wie es ihm geht. So. Ich denke mal, dass du hier bist, ne? Vielleicht kriegen wir auch ein Geisterfoto hin. So. Kruzifix in hier hin. 7,7 Grad sieht gut aus.
Jawohl, Lichter sind aus. Bist du hier? Bist du da? Ist jemand bei mir? Was möchtest du? Wie alt bist du? Okay. Mhm. Das war ein Event. Das war eine Boxantwort. Und weil er gerade so viel Türen bewegt, hole ich mal ein UV. Boxantwort also. EMF4 ist immer ein Event. UV, genau. Ich nehme aber auch schon mal Salz mit für die Fotos, die wir später noch schießen wollen. Wie immer will ich eine perfekte Jagd hinkriegen. Event dürfte auch abgeschlossen sein, genau. EMF4 ist immer ein Event. Ja, UV sehe ich noch nicht. So. Laufe durch Salz. UV ist raus, spielt keine Rolle mehr. Da wir auf Profi spielen, können wir das wegstreichen. Box hatten wir aber. Ich hoffe nicht, dass es die Zwillinge sind. Die habe ich in letzter Zeit so oft. Das ist unschön. Hör mal, kannst du damit bitte aufhören? Dankeschön. So. Also. 5,3%. Licht mache ich mir jetzt hier auch nochmal an. Ist mein Lieblingsversteck eigentlich hier? Nein. Ist hier ein Versteck frei? Ja. Hier tatsächlich auch. Okay. Gut zu wissen. Also. Dann könnten wir jetzt mal die Orb-Kontrolle machen. Unter 25% sollen wir kommen. Das könnten wir aber auch mit der Spieluhr erreichen. Deswegen nehme ich noch einmal die nordische Dröhnung. Orb-Kontrolle. Dots-Projektoren. Jawohl, gucken wir mal. Kopflampe mal ausmachen. So. Sehen wir einen Orb. Hier muss man natürlich ein bisschen genauer hinschauen. Ich frage mich gerade, ob der Onryo hier die Kerzen auspusten könnte, aber ich denke nicht. Das ist wirklich nur Deko, denke ich. Orb sehen wir auf jeden Fall nicht. Bist du denn noch hier? Buch auch unbeschriftet. 1,1 Grad. Gibt es vielleicht die Gefriertemperatur? Ja, bisher noch nicht. Ab 0,9 Grad kann man von der Gefriertemperatur sprechen. Okay. Du bist sehr fleißig. Die Tür nervt. So. Ich glaube, ich mache das Ganze mal so. Dann haben wir alles ausgeleuchtet. Videokamera hier hin. Ja. Gucken wir mal, ne? Dotsbeweis. Plötzchen. Gespenst, Yokai, Diogen. Gespenst aber raus, da er durch Salz gelaufen ist. Yokai oder Diogen? Buch Diogen. Ein Diogen schreibt etwas schneller ins Buch als andere Geister. Sehe ich bisher noch nicht, vor allem da wir das Buch auf Stufe 3 dabei haben. Bin ich eher beim Yokai. Yokai hätte dann noch... Kannst du bitte aufhören? Es reicht. Dankeschön. Yokai hätte dann auf jeden Fall noch einen Orb. Vielleicht haben wir den auch übersehen. Mal eben schauen. Ja, Ultraviolett war ja sicher raus. Mimik kann uns nicht mehr veräppeln. Da müsste ich tatsächlich... Dotsbeweis haben wir ja bekommen. Mal die Dotsprojektoren ausmachen. Da ist ein Orb. Ganz schwer zu sehen, so mit den ganzen Kerzen. Also, Yokai. Dann brauchen wir noch Fotos. Ja, 3 Stück. Und unter 25% Sanity kommen. So.
Hatten wir die auch schon? Ich glaube schon, ne? Ja. Alles klar. Knochen müssen wir dann auch noch finden. Machen wir das jetzt? Könnten wir, ne? Könnten wir machen. Ich überlege, ein Räucherwerk mitzunehmen. Ja, noch 12%, dann sind wir für den Joker im Jagdbereich. Sprechen wir in seiner Nähe? Dann sind wir auch schon ab 80% im Jagdbereich. Okay, Räucherwerk, Fotoapparat, Salz. Werde ich jetzt auch nochmal verteilen. Für die Fotos. Drei Stück hier hin. Und nicht vergessen, das Feuerzeug. Feuerzeug, und dann nehme ich tatsächlich noch eine Taschenlampe mit. Und dann gucken wir uns das Ganze mal genauer an. So, Knochen. Hier ein schönes Sitzkissen. Ich glaube, das ist auch neu, ne? Oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Da bewegt eine Tür. Oben liegt auch noch ein Kruzifix. Es sind ganz viele Augen. Ich fühle mich beobachtet, ihr Lieben. So, aber Knochen sehen wir hier nicht. Hier. Nö. Keller werden wir dann auch mal durchsuchen. Vielleicht ist dort auch ein Versteck. Hier ist aber nichts geschmückt. Ah, ein bisschen. Hier wäre ein Versteck frei. Auch wieder ein paar Augen. Die uns beobachten. Nö. Alles grätenfrei hier. Jo. Gut. Ja, die Geister sind wie gesagt etwas schneller hier. Voreingestellt. Das heißt, eine Standardgeschwindigkeit wird sich schneller anhören. Hier unser provisorisches Versteck. Ja, vielleicht wird er irgendwo oben sein. Da brennt ein Kruzifix. Hier ein Knochen, ne? Ist hier ein Knochen, der abgeholt werden möchte? Nö. Das ist aber sehr gefährlich hier. Nicht, wenn das ganze Haus nachher noch abfackelt. Hier ist er doch. Sehr schön. Wunderbar. Dann hätten wir das auch gleich. Ja, komm. Ach, jetzt gibt er mir hier ein Event. Mal kurz checken. Unter 25%. Fotos sind gut. Ich hole mir noch ein Räucherwerk. Wenn das okay für dich ist. So. Jo. Kruzifix ist komplett kaputt. Wir könnten auch noch das hier machen. Um an Sanity zu verlieren. So. Sanity ist verloren. Ach komm, wir machen eine Jagd mit, ihr Lieben. Ihr hört es? Eine Standardgeschwindigkeit hört sich schnell an. Wir benutzen unser provisorisches Versteck. Hallo! Schön, dass du da bist. Das ist sehr sicher, sage ich ja immer. So. Ja, dann hätten wir alles, ne? Ja, wunderbar. Wenn das funktioniert mit den Lichtschaltern, ist die Jagd auch vorbei. So, dann können wir abdüsen. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, kommentiert mal gerne, welche Map ihr morgen sehen wollt. Joker, jawohl.
Justin Mousley. Point Hope, Grafton Farmhouse. Oder Willow Street. Jawohl, der Yokai. $1413. Und da der Geist schneller eingestellt ist als sonst und da wir schneller Sanity verlieren, so fühlt es sich zumindest an, haben wir hier auch einen Blutmond-Bonus, ihr Lieben, von 10%. Ja, das war's dann auch schon. Und ihr könnt dann bestimmen, wohin es morgen geht. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.